Es ist geschafft. Die U19 des FC Bayern steht nach einer kuriosen Partie im Achtelfinale der Youth League. Es ist der 5. Spieltag im europäischen Wettbewerb. Die U19 des FC Bayern zu Gast bei Roter Stern Belgrad. Und die Münchner sind mit 10 Punkten Spitzenreiter der Gruppe B, haben 3 Punkte Vorsprung vor den Serben. Ein Sieg oder gar ein Remis reicht den Bayern also, um das Achtelfinalticket zu lösen. Und die Münchner zeigen gleich von Beginn an, dass sie die Heimniederlage in der Bundesliga am vergangenen Samstag gegen Eintracht Frankfurt vergessen machen wollen. Ryan Johansson, schönes Dribbling auf der linken Seite, zirkt sie. Hermann, 1:0 für die Bayern. Kein Abseits, der Ball klar hinter der Linie. Doch achten Sie mal auf Belgrads Torwart Kartic. Der Schiedsrichter hat das Spiel nicht unterbrochen. Kartic mit dem Abwurf, das Spiel geht weiter. Belgrad mit dem Konter, was ist denn hier los? Am Ende muss man von Glück reden, dass Roter Stern Belgrad diesen Angriff nicht sauber zu Ende spielt. Pantovic im Abseits. Doch wir müssen noch mal auf diesen regulären Treffer der Bayern schauen. In beiden Wiederholungen klar zu sehen, das Leder eindeutig hinter der Linie. Mitrovic hebt hinten das Abseits auf. Eine klare Fehlentscheidung des Schiedsrichtergespanns hier, nicht auf Tor für die Bayern zu entscheiden. Es hilft nichts, weiter geht's beim Stand von 0:0. Doch die Bayern in der Folge etwas geschockt. Erst nach dem Distanzschuss von Novakovic in Minute 22 kommen die Münchner wieder besser in die Partie. Zirkt sie nach Pass von Tillmann allein vor Kartic. Das muss es doch sein, doch Kartic kann parieren. Der Abschluss von Joshua zirkt sie zu unplatziert. Dann mal wieder die Serben mit einer kurz ausgeführten Ecke. Radulovic bringt den Ball in den Strafraum. Lukic steigt am höchsten, die Führung für Roter Stern. Was ist das für ein verrücktes Spiel? Die Bayern müssten führen, doch Belgrad geht in Minute 36 mit 1:0 in Front. Daniljuk nicht nah genug bei Lukic. Kein Problem für den Innenverteidiger, hier einzunetzen. Doch die Bayern mit einer guten Reaktion nach dem Rückstand. Wieder zirkt sie mit dem Abschluss, diesmal über den Kasten. Und auch in der nächsten Szene ist es Zirkzee, der nach dieser Unsicherheit in der Hintermannschaft den Ausgleich auf dem Fuß hat. Wieder findet er in Kartic seinen Meister. Die Bayern, sie wollen unbedingt den Ausgleich vor der Pause. Schöne Bewegung von Batista Meier, Hermann völlig frei, wieder nicht drin. Kartic, wie schon im Hinspiel beim 0:0, ein guter Rückhalt der Serben. So gehen die Münchner dann doch mit einem Rückstand in die Kabine. 1:0 für Belgrad. Zweite Halbzeit, gleiches Bild. Die Bayern mit gutem Start. Tillmann auf Zirkzi und wieder hat Kartic seine Finger dran. Wieder die Münchner. Batista Meier auf Tillmann. Babic mit dem Rempler. Klare Sache. Freistoß aus guter Position für die Bayern. Eine Angelegenheit für Oliver Batista Meier. Was für ein Tor. Der verdiente Ausgleich für die U19 des FC Bayern. Bei diesem Traumfreistoß ist auch der so starke Kartic machtlos. 1:1. Damit die Bayern aktuell fürs Achtelfinale qualifiziert. Und die Münchner wollen jetzt die Führung. Vor allem Joshua Zirkzee, der 18-Jährige mit 2 weiteren Abschlüssen, beide aber über das Gehäuse von Kartic. Dann mal wieder Johansson über links. Zieht in den Strafraum, schließt ab in die Arme von Kartic. Belgrad in der zweiten Hälfte mit wenig Offensivdrang. Wenn sie allerdings vor das Bayern-Tor kommen, dann nur durch Fehler der Münchner. Hermann mit dem Fehlpass zu Radulovic. Knapp vorbei. Die Bayern gegen Ende mit einigen Unsicherheiten in der Hintermannschaft. Daniljuk mit dem Fehler. Mateja Bacanin marschiert Richtung Tor. Doch Aaron B. kann den Fehler von Daniljuk ausbügeln. Und so bleibt es am Ende beim 1:1 zwischen den beiden U19-Teams von Roter Stern Belgrad und dem FC Bayern München. Das nicht gegebene Tor am Anfang von Jan Hermann, es schadet am Ende den Bayern nicht. Denn durch das Unentschieden haben die Münchner das Ticket fürs Achtelfinale in der Youth League gelöst.